Herzlich willkommen zusammen zu einer neuen genialen Mod-Vorstellung. Neue Produktionen, neue Produkte, sehr geniale Produkte. Alles werde ich euch gleich zeigen. Die Mod heißt Hofproduktion und ist von Oma Tana. Verfügbar für PC und sämtliche Konsolen. Wir sehen hier einmal ein Verkaufsgebäude. Ja, welche neuen Produkte gibt es? Es gibt neue Produkte. Pommes, Premium-Kartoffeln, Nudeln, Tomatensauce, gemischter Salat, Haferdrink, Haferflocken, Popcorn, Sojadrink und Erdbeereis. Ganz viele neue Produktionsstätten, die schauen wir uns gleich an. Und wir schauen uns auch gleich an, wie die ganzen einzelnen Produkte gebaut werden. Also was wir dazu brauchen, wie die produziert werden. So, zunächst mal hier ein Verkaufsstand und dann gibt es hier noch ein hübsches Verkaufshäuschen. Und da hinten habe ich noch so einen kleinen Verkaufsstand. Genau, da ist er. Und prinzipiell, ihr seht es da im Hintergrund, es gibt sehr viel verschiedene Produktionsgebäude. Die machen großteils alle dasselbe. Das hier zum Beispiel ist so eine kleine Ölmühle. Die machen auch die neuen Produkte. Und die sehen aber alle anders aus, sodass sich jeder das Gebäude bauen kann, welches perfekt zu seinem Hof passt, optisch. Finde ich richtig, richtig gut gemacht. Ja, einmal so schick schwedisch in Holz, einmal komplett in Stein gehalten, so eine schöne weiße Backstube. Wir haben hier ganz viele verschiedene kleine und hier hinten haben wir dann auch größere Produktionsgebäude. Hier auch überall schöne Deko nebendran, Müllcontainer und so weiter und so fort. Funktionieren alle soweit wunderbar. Ich würde sagen, wir schauen uns mal die einzelnen Produkte an. Vor allem die neuen Produkte. Ich habe jetzt hier mal die Hofproduktion aus Stein. Ja, wir brauchen 5 Kartoffeln und können daraus 4x Pommes herstellen. Was ich dazu sagen muss, die ganzen Produktionen, die jetzt mit dieser Mod neu reinkommen, das sind eher kleinere Produktionen. Das heißt, die haben grundsätzlich weniger Zyklen pro Monat, weil hier der Hofgedanke, Hofproduktion, ich produziere auf meinem Hof selber etwas, wie zum Beispiel leckeres Erdbeereis, steht im Fokus. Deshalb ist der Durchsatz einfach geringer. Das ist hier das größere Gebäude, die kleineren Gebäude haben dann nochmal ein bisschen weniger. Ist auch ganz nett, weil die Gebäude sind grundsätzlich günstiger. Also die großen hier kosten 50.000, die kleinen kosten jeweils 10.000, haben natürlich weniger Zyklen und ich kann trotzdem Brot, Kuchen, ja, Müsli, Mehl, die ganzen Standardprodukte dennoch herstellen und sie dann quasi so in meinem kleinen Hofladen verkaufen. Ich habe mir auch die Preise ein bisschen angeschaut, also wenn ich das jetzt durchgehe, kann ich auch gleich ein bisschen was zu den Preisen sagen. Sie sind eigentlich grundlegend nicht überteuert und es lohnt sich auf alle Fälle. In jedem Fall. Premium-Kartoffeln bedeutet, ich nehme Kartoffeln plus Wasser. Heißt, ich wasche die Kartoffeln. Dann habe ich Premium-Kartoffeln, 4 Stück, plus 2x Schweinefutter kommen daraus. Sehr coole Idee. Spaghetti. Aus Mehl können wir Spaghettis herstellen. Richtig genial. Ja, weiß ich nicht, wenn man da noch ein bisschen Wasser oder Ei hinzufügen würde. So eine kleine Anregung als Verbesserung, aber durchaus richtig cool. Tomaten. Mit Tomaten, 10 Tomaten, können wir 8 Tomatensoßen machen. Coole Idee. Bisschen Kräuter vielleicht noch rein. Kombination mit der Kartoffelfabrik als Mod.
cool. Tomaten plus Salat gibt einen gemischten Salat. Haferdrink. Hafer plus Wasser haben wir unseren Haferdrink. Oatmeal, also Hafermehl. Genauso gibt es hier speziell Weizen- und Gerstenmehl. Wobei, ja, da ist im Endeffekt ist einfach nur Mehl, was rauskommt. Das Oatmeal ist schon speziell. Wir können mit Mais Popcorn herstellen. Aus Sojabohnen plus ein bisschen Wasser können wir einen leckeren Sojadrink herstellen. Und schlussendlich aus Milch plus Erdbeeren ein leckeres Erdbeereis. Sehr geniale Idee. Ja, das sind die ganzen neuen Produkte, die es gibt. Und wie ihr seht, die alten können wir natürlich immer noch herstellen. So, das hier oben waren erstmal die großen. Und dann geht es hier dann los mit... Ah, da, mit den kleinen. Die sind halt eingeschränkt. Können immer nur Teilprodukte herstellen. Ist thematisch schön auch noch sortiert. Finde ich richtig, richtig gut gemacht. Kann sich sehen lassen. Kann man nutzen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass auf dieser Basis noch viele Erweiterungen möglich sind. Ein Hinweis noch. Die Rezepte hier, also Tomatensoße, Mixed Salat, Mixed Salad auf Englisch, ja, Hintergrund ist einfach der, dass die Übersetzungen für Produktionen im LS noch nicht wirklich umgesetzt sind und damit war das hier die perfekte Lösung. Damit ist es zugänglich für deutsche Spieler und für englische Spieler. Ist soweit ja auch alles sehr, sehr gut beschrieben. Also damit kann man was anfangen. Ich bin einfach nur hyped und finde das Ganze hier sehr, sehr genial. Ja, weiß ich nicht. Aber auf so einer Hofbergmann würde das perfekt zupassen. Wobei ich da auch schon gespannt bin. Da wird bestimmt auch einiges von Grund auf mit dabei sein an vielen neuen Produktionen. Vielen Dank nochmal an Omatana für das Machen dieser genialen Mod. Wie gesagt, für alle Konsolen auch verfügbar. Der Link dazu in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Iltis. Ciao, ciao.